ich denke, es gibt alles Mögliche, von was wir keine genaue Ahnung haben, was es alles geben kann. Ich meine, Menschen aller Kulturen hatten eine Ahnung, dass es mehr gibt, als man sehen kann, dass es was Übernatürliches gibt. Die spannendere Frage ist, wie kann man sicher Auskunft über sowas bekommen? Und da, was mir auffällt, ist, je mehr sich jemand mit sowas beschäftigt, in desto dunklen und sumpfigeren, trüben Gewässern fischt er. Das ist auch mein Problem mit den Verschwörungstheorien. Ich kann mir schon vorstellen, dass es alle möglichen Weltverschwörungen gibt, aber mir fällt auf, die Faktenlage über das Zeug ist oft so schlecht und nebulös, dass Leute sich in die komischsten Theorien überhaupt reindenken. Jesus sagt eine interessante Sache in Johannes Kapitel 10. Er sagt, ich bin die Tür und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und er sagt auch, ich bin die Tür zu den Schafen. Jeder, der auf Deutsch gesagt irgendwie anders reingeht, der ist vom Bösen. Ich glaube, dass das unter anderem bedeutet, dass über das ganze übernatürliche Thema, übersinnliches, wir nur durch Jesus einen guten Zugang bekommen. Weil die Religionen der Welt sind voll mit den krassesten Vorstellungen über das Übersinnliche. Ich glaube, dass wir Jesus brauchen, um einen sicheren und klaren Horizont zu haben für das, was real ist und für das, was nicht real ist. Das heißt, beschäftige dich nicht mit Astralreisen und Lichtgestalten und UFOs. Du kommst am Spekulieren an kein Ende, dein Leben verfließt und aus deinem Leben wird nicht unbedingt was Heiles und Besseres. Beschäftige dich mit Jesus und du bekommst einen Zugang in die geistliche Welt, der dich wirklich frei macht, der dich ganz macht, der deine Beziehungen gesunden lässt. Und das wünsche ich dir.